Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Factorio. Bevor wir irgendwas tun, möchte ich etwas erforschen, und zwar das mit dem Residual Gas. Nein, nicht das. Auch nicht das. Du meinst Nafta. Du meinst Heavy Refining Mineral Oil Fuel Oil Nafta. Das ist auch, glaube ich, irgendwie neu. Haben wir das? Ja, wir hatten das schon. Dann werden wir forschen Richtung diesen Logistic Warehouses. Das heißt, wir müssen erstmal hier die ganzen Bots-Geschichte machen. Ja, wir stehen an einem Scheideweg, Leute, denn die ganze Geschichte mit diesen AI-Vehikeln, die funktioniert nicht richtig. Ich habe offscreen nochmal ein bisschen was rumgedoktert und dann sind wieder Fahrzeuge hier, haben sich durch die Wände durchgebackt und das ist einfach keine schöne Sache. Wir müssen hier, ja, umstrukturieren. Ich weiß, die Season heißt, hat AI im Titel, das ist mir bewusst und ich fühle mich auch nicht sonderlich gut, das zu tun, aber ich glaube, wir müssen uns von dieser Geschichte verabschieden. Ich habe gehofft, dass durch die ganzen Wände und so, dass es besser wird, dass die Fahrzeuge sich dann wirklich nur in dem Bereich eigentlich aufhalten, wo sie sollen. Das ist aber leider nicht der Fall, weil sie sich, wie gesagt, immer irgendwie mal hindurchbauen. Dann gibt es hier irgendwelche Staus. Die gehen dann zwar auch teilweise meistens wieder weg, aber es ist trotzdem sehr, sehr ärgerlich und die Basis funktioniert halt einfach nicht richtig. Deswegen, ja, werden wir das ändern. Wir werden alles, was wir hier quasi bisher gemacht haben, mehr oder weniger abreißen. Also wir werden nicht die ganzen Sektoren abreißen. Ich habe natürlich überlegt, wie wir das, was wir hier gebaut haben, weiterverwenden können. Und ich habe da auch eine Lösung gefunden. Aber ich denke, das hier, das wird alles wegkommen. Wir werden komplett die AI-Geschichte werden wir spülen. Ich habe mir auch überlegt, ob es dann überhaupt Sinn macht, das Let's Play hier noch weiterzuführen. Denn wie gesagt, ja, wir haben hier AI im Namen. Aber ich denke, ja, wir haben jetzt doch schon einiges aufgebaut und es wäre schade, wenn wir das einfach wegwerfen, nur weil jetzt halt der Mod nicht sonderlich gut funktioniert. Und es gibt auch noch andere Dinge, die wir noch nicht getan haben, die vielleicht interessant sein können. Also ich hoffe es zumindest, dass wir das irgendwie interessant gestalten können. Aber ja, jetzt wollen wir erstmal uns um dieses Residual Gas kümmern, das ich angedeutet habe. Und zwar das hier. Wir wollen die Oil Residuals, die wir haben, wollen wir umwandeln in Residual Gas, denn das wird hier dringend benötigt, weil das hier voll ist. Der Methanol-Tank ist komplett voll. Das heißt, Plastik sollte in nächster Zeit eigentlich kein Problem mehr sein. Aber gut. Wir haben die Residuals hier unten irgendwo. Hier. Und die Kiste ist auch fast voll. Das heißt, es wird dringend Zeit, dass wir hier was tun. Die Frage ist, wo bauen wir das? Wir brauchen ja auch hier Dampf. Wir brauchen Dampf, der ist hier. Das heißt, eigentlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll, das hier irgendwo zu bauen. Das ist in den Steamcrackern, die haben wir sogar. Wir gucken uns mal das Rezept an, wie schnell das ist. 4 Sekunden für 100. Wie viel produzieren wir hier, wenn die unter Volllast arbeiten? Produzieren 8 alle 6 Sekunden und der braucht 10 alle 4. Also einer davon reicht sogar aus. Ich denke, das kommt auf jeden Fall hin. Das sollten wir hinkriegen. Ich denke, dann werden wir das direkt hier unten hinbauen. Vielleicht ein bisschen versetzt. So zum Beispiel. Dann können wir den Dampf hier direkt von hier oben runternehmen. Das wird eine gute Sache, glaube ich. Und der Rest. So, die haben wir. Was ist das hier? Okay. Vehicle Fuel. Das ist von dem Industriemod. Ja, den haben wir natürlich auch noch. Den werden wir auch natürlich drin behalten. Das ist ja ganz klar. Vielleicht hat der auch noch irgendwas Interessantes, was wir noch nicht gemacht haben. So, dann machen wir erstmal hier die Chests. Die brauchen blaue Science.
Ich denke, wir werden das nochmal eins weiter runter verlegen. Oder nee, eins weiter hoch. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Man sieht das. So. Auf ein neues. Dann werden wir. Das hier durchziehen. Ich hoffe, das geht. Dann werden wir das hier zusammensplitten. Das hier kommt hier hoch. Das kommt hier unten durch. Oh. Da sind noch Pipes im Weg. Die habe ich gar nicht gesehen. So, dann würde ich sagen, drehen wir ihn einfach mal um. Dann brauchen wir hier ein Rohr. Das heißt, du müsstest jetzt Dampf haben. Perfekt. Habe ich es jetzt wieder falsch gebaut? Das gibt's doch nicht. Ich habe es wieder falsch gebaut. Ha! Ich Noob! So. Alle guten Dinge sind wie viel? Drei? So, dann kommt das da raus und wir müssen das noch irgendwie ans Zielort bringen. Wobei, ha, wir haben hier, das ist ja absolut ideal, läuft das hier. Wir können das hier einfach hinzufügen. Wir haben hier bereits eine Pipe, die hingeht und Lubricant läuft auf vollen Touren. So gefällt mir das. Tendenziell, wir haben jetzt sogar mehr Residual Gas, als wir verbrauchen. Ja, es fehlt am Base Mineral Oil. Ja, sehr schön. Das liegt halt einfach daran, dass hier das Naphtha staut. Aber das ist, ich meine, im Endeffekt, wir haben so oder so, wir haben eigentlich genügend Lubricant. Also ist jetzt nicht so dramatisch, so das tun wir hier rein. Das passt so. Finde generell, abgesehen davon, dass wir die Ölanlage nicht erweitern können, also wir können die Kapazität nicht erhöhen, dann sieht das Ganze eigentlich relativ gut aus. Also es ist alles schön kompakt. Ja, bin ich eigentlich grundsätzlich zufrieden damit. Wir können es, wie gesagt, wir können es halt nicht wirklich erweitern, aber ich glaube, es ist auch nicht notwendig, denn wir haben ja mehr als genug Plastik und das ist eigentlich ja das Haupt, ja, die Hauptsache, die wir machen im Endeffekt hier. Warum wir das überhaupt gemacht haben, das ist der Plastik. Also das Logistics-System ist gleich fertig. Es kommt nur relativ wenig Kupfer rein. Vielleicht können wir da was machen. Schauen wir mal, was mit dem Kupfer da ist. Also es hier oben im Endeffekt kommt da natürlich trotzdem genügend Kupfer rein. So, dann machen wir jetzt die Logistic-Warehouses. Die sollten auch nicht so lange dauern. Also da staut sich das Kupfer ja noch. Also es ist im Prinzip ist es nicht so schlimm. Aber ich will trotzdem gucken, ob wir hier vielleicht noch irgendwie was tun können. Um. Ja, es kommt einfach zu wenig Stieratit rein. Wahrscheinlich sind hier die. Die Miner sind alle voll am Arbeiten, aber es kommt nicht mal an. Ja, die meinen jetzt natürlich einfach nicht mehr so schnell, weil Mining Power 4,5, weil der Yield wahrscheinlich abnimmt. Ja, lass mal gucken. Wir haben hier einen Yield von 42%. So, wir haben die noch Chiswick Warehouses. Sehr schön. Und hier haben wir einen Yield von 160%. Also das macht einiges aus. Das heißt, dass Feld hier, ja, neigt sich
Es neigt sich nicht langsam dem Ende zu, aber die halt die Infinite-Vorkommen sind nicht mehr so stark. Das heißt, wir werden das hier jetzt noch ein bisschen supporten mit traditionellen Minern. Ja, damit wir wieder einen vollen gelben Belt haben. Na? Ja, die vorderen staunen sich jetzt schon. Also wir haben jetzt hier wirklich mehr oder weniger, was heißt mehr oder weniger? Ich glaube, wir haben einen vollen Belt. Sieht zumindest so aus. Und sollte hier auch wieder mehr reinkommen, dann haben wir auch, glaube ich, noch ein Steinproblem hier. Ja, ich würde sagen, wird Zeit, dass wir hier mal das Ganze ein bisschen upgraden. Hier die ganzen Splitter ersetzen. Nützt natürlich nichts, wir müssen die ganze Strecke natürlich rot machen. Ansonsten bringt es überhaupt gar nichts. So, Forschung. Brauchen wir noch irgendwie was dringend? Wir könnten hier mit dem Smelting weitermachen, aber... Das hier könnte man natürlich auch mal machen. Wir erforschen das mal. Das haben wir, glaube ich, in der letzten Staffel auch nicht gemacht. Das hier muss sich weiter nach links verlegen. Vielleicht sollten wir das direkt mal tun. Die nehme ich mit. Dann werden wir das hier zusätzlich machen. Das gibt uns alles wieder viel Landfill. Und Landfill ist etwas... kann man generell nie genug haben und wir brauchen es sogar relativ dringend, weil wir hier den ganzen Mist hier noch aufschütten wollen. So, mit dem Output haben wir keine Probleme noch, das passt soweit. Und ich glaube, die Situation hier hat sich auch wieder entschärft. Das ist, kann jetzt auch wieder voll produziert werden. Wundervoll. Was erforschen wir als nächstes? Chemical Refining brauchen wir auch irgendwann. So, wo habe ich das Auto gelassen? Hier habe ich das Auto gelassen. Ich habe schon mal ein Auto in dieser Season verloren. Das wollen wir nicht normal haben. So, dann brauchen wir die ganzen... Warehouses. Und zwar, wo haben wir die denn? Die sind hier unten. Wir brauchen Stone Bricks. Dann holen wir uns mal jede Menge Stone Bricks. Vielleicht direkt von hier. Und wir brauchen vor allen Dingen Passive Provider Warehouses, die hier. Da machen wir Eisen, das ist auch kein Problem. Das Ding ist zwar nicht mal voll, das überrascht ein bisschen. So, wir müssen mal gucken, wir brauchen so viele, 2, 3, 4. Wir werden jetzt, der Plan ist, wir werden die hier, die Depots jetzt alle mit Warehouses ersetzen. Und ihr seht da schon, da sind die LKWs wieder. Der hier hat's wieder erwischt. Das heißt, ich denke, wir werden das jetzt langsam ersetzen. Das wird jetzt in mehreren Episoden werden wir jetzt daran arbeiten. Ich hoffe, das ist interessant. Ich habe mir überlegt, ob ich Softcam machen soll, aber ich denke, das wäre zu viel. Das ist ein zu großes Vorhaben, was fehlt schon wieder Steine. Das Mühsame ist, wir müssen dann hier den ganzen Content transferieren. Das wird auf jeden Fall ein Spaß werden. Nicht. So, dann. Was mit ihm? Er ist sogar leer.
Wir nehmen den mit. Er hat seinen Dienst verrichtet. Wir werden ihn hier in eine Kiste, reinpacken, genauso wie den anderen, das andere Mining Vehicle. Die kommen jetzt alle hier rein. Dann müssen wir. Ja, ich denke, ich sollte alle aufnehmen. Früher oder später. Also alle hier einfach mal wegnehmen. Ups. Was machen wir als nächstes? Stack Inserter Capacity. Ja, warum nicht? Also wie viele Wares haben wir? 8. Das ist natürlich noch nicht genug. Warum viel, viel mehr? Schon wieder fehlt es an Stein. Und es fehlt auch an Electronic Circuit Boards. Wir brauchen auch jede Menge Robots, also das, wir brauchen ein paar, also das Ziel ist eigentlich, ich soll vielleicht erstmal erzählen, warum wir die ganze Geschichte machen, beziehungsweise was wir machen wollen. Wir wollen das ersetzen durch Cargo Robots, durch die Angel Cargo Robots hier, die sind relativ langsam, haben aber einen guten Durchput und wir werden dann die Warehouses hier ersetzen. Wir werden die Depots ersetzen mit Warehouses, die hier natürlich alle ebenfalls. Und dann werden wir einen Robopod hinmachen. Wir brauchen. Was brauchen wir denn für die? Steel Plates. Es ist eigentlich alles vorhanden. Wir brauchen allerdings relativ viele davon. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich einen Sektor machen, wo wir die Dinger dann bauen. Bauen Medium Logistic Relay, Small Logistic Relay Station, Zone Expander. Ich weiß nicht genau, was hier der Unterschied ist, deswegen bauen wir da alle von allen einfach mal was. So, was wollte ich tun? Ich wollte Circuits holen. Wie gesagt, ja, das wird jetzt eine Weile dauern, bis wir das alles komplett umgebaut haben, aber ich hoffe, dass sich das lohnt. So, wir haben 12 Passive. Wie viel brauchen wir? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 hier. 11 plus 8 für den Moment sind 19. Wir haben, was heißt, wir brauchen noch 7. Wo waren die nochmal? Hier waren die. Jetzt fehlt es wieder an Stein und Stahl, Eisen und Stahl. So, es kommt langsam. Dann muss ich, wie gesagt, die ganzen Contents transferieren. Das werde ich dann wahrscheinlich offscreen machen. Und wir müssen, wie gesagt, wir müssen einen Sektor einrichten, der die ganzen Robots baut. Weil das ist relativ wichtig. Wir brauchen Stahl, Eisen, Engine Units. Haben wir irgendwo Stahl und Eisen am selben Ort? Hier haben wir das. Vielleicht können wir das hier irgendwie noch dazwischen quetschen. Haben wir Circuits hier? Ich glaube, wir haben hier keine Circuits, ne? Können wir Circuits von... irgendwo klauen? Wir könnten Circuits von hier drüben klauen. Oder wir klauen die Engine Units. Haben wir Stahl hier? Ne, wir haben hier keinen Stahl. Aber wir haben hier in der Mitte noch ein bisschen Platz. Das heißt, wenn wir jetzt hier ein Output haben, dann haben wir hier zwei Inputs.
Dann haben wir hier wieder ein Output. Ich denke, das läuft. Das funktioniert so. Dann, wie gesagt, wir machen hier die Cargo Robots, die Construction Robots. Könnten wir theoretisch auch hier machen, aber die brauchen wir eigentlich nicht unbedingt. Deswegen, was das hier ist, mal Logistics Zone Expander. Wir brauchen eigentlich nur die hier. Dann bauen wir Stahl. Das ist jetzt natürlich ein bisschen ein Nachteil, dass wir das hier direkt zusammengeführt haben. Vielleicht können wir wir haben jetzt hier die Stack-Inserter, die sollten eigentlich schnell genug sein. Wo sind sie? 19 Warehouses haben wir. Dann brauchen wir als nächstes, brauchen wir noch 8 Requester Warehouses. Hier fehlt es auch wieder an Eisen. Nehmen wir es von hier. Oder auch nicht. Können wir es von hier unten nehmen. Wir haben nirgendwo eine Eisenkiste. Naja, egal, dann machen wir, aber ich kann die auch offscreen craften, das ist jetzt nicht so wichtig. Wo sind unsere Stack-Inserter hin und warum haben wir immer noch nur 2 Toolbelt-Bars? Das ist auch etwas, was wir unbedingt ändern müssen. Hier sind die Stack-Inserter, beziehungsweise wir brauchen Stack-Filter. Haben wir Stack-Filter? So, dann wollen wir Toolbelt erforschen. Sehr schön. Hier, Stackfilter. Was brauchen wir nochmal? Gears. Gears können wir auch von hier nehmen. Okay, wir probieren das mal. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt eine gute Idee ist. Ihr nehmt bitte Gears und ihr nehmt Stahl. Dann werden wir das hier zusammenführen. Und führen das hier rein. Ich denke, die zwei sollten wahrscheinlich ausreichen. Dann, was brauchen wir noch? Wir brauchen Engines. Wie gut, dass wir die direkt hier haben. Und wir brauchen Circuits. Die sind hier. Okay, dann machen wir das relativ ähnlich hier. Nehmen uns einen Stack-Filter-Inserter und sagen ihm hier, nimm doch mal bitte hier die Circuits mit. So, Circuits kommen hier. Dann werden wir hier einen Splitter hinbauen. Warum wird hier nicht gesplittet? Ah, ich glaube, das ist falsche Richtung, ne? Okay, wir lassen das mit dem Splitter. So, Forschung, Rubber, nein, brauchen wir nicht. Das hier, ja, komm, wir erforschen das mal.
Wir müssen immer mal wieder ein bisschen was erforschen, sonst werden keine Materialien verbraten. Wobei, das ist aktuell jetzt auch nicht so wichtig. Warum sind die auf der rechten Seite? Das stört mich jetzt ein bisschen. Naja. Ist kein Beinbruch. Ich denke, wir machen die hier. Stahl brauchen wir so oder so. Immer mal wieder ein bisschen. Das kommt hier weiter. Oh, ging schnell die Forschung. Was ist das hier? Ja, komm, wird erforscht. Ein bisschen ungünstig hier. Also es geht schon, es ist nur nicht schön. So, dann bauen wir Inserter. Uns Glassmelting. Was ist das hier? Glasfiber, wow. Sintering Open Mark II. Ja, das sollten wir auch langsam mal erforschen. Beziehungsweise, oh, das hier ist wichtig. Und wir können auch langsam mal Richtung Uran gehen. Ich denke, das wäre auch auf jeden Fall eine wichtige Geschichte. So, ihr nehmt bitte von hier. Dann werden wir das anschließen. Wie lange braucht ihr? 5 Sekunden. Ein bisschen langsam, ne? Würde ich meinen. Ich denke, wir werden das hier verdoppeln. Und wir haben keinen Inserter mehr. Und wir haben keinen Platz im Inventar. Können wir Inventar-Space erforschen? Können wir? Ja, dann mach das mal. Das ist wichtig. Ich hasse es, wenn ich keinen Platz im Inventar habe. So, Strom haben wir. Können wir das hier einfach ersetzen? Können wir nicht. Sie sind kleiner. Kann das sein? Die haben doch nur einen Storage Size von 512. Sind sie kleiner als die normalen Warehouses? Ja, jetzt kommt hier natürlich nichts mehr rein, weil der eine LKW da weg ist. Okay, Forschung ist kaputt. Geht nicht mehr. Schade. Aber gut, wir sollten anfangen, hier die Sachen zu ersetzen. In der Zwischenzeit werde ich wahrscheinlich ein bisschen was von Hand craften müssen. Das erste, was wir tun wollen, ist unseren Schrott loszuwerden. All das, was wir hier nicht brauchen. Pumpen. Der blöde eine Powerpole. Der wird mich noch übelst oft nerven, wenn ich den nicht sofort loswerde. Was ist das hier? Das kann hier rein. Dann habe ich hier noch so Rubite und Chivalite-Schrott im Inventar. Das muss ich auch loswerden. Ja, was wir jetzt tun werden, ist, wir reißen das ab. Und
ändern das zu einem Passive Provider Warehouse. Wo sind die anderen? Ah, die sind hier unten. Schön ist es nicht. Können wir... Ach Mist, ich habe die Kabel weggelegt. Da wird jetzt natürlich unbegrenzt viele reingeschaufelt. Die Kabel möchte ich... brauchen wir. Ich hoffe, wir können das hier anschließen. Das wäre sonst ein bisschen doof. Ich denke, das wird schon gehen. Ja. Absolut kein Problem. Sehr schön. Das werde ich jetzt offscreen bei allen machen. Das heißt, wir werden hier Passive Provider Warehouses haben und wir werden hier Requester Warehouses haben und dann sollte das relativ schnell wieder online kommen. Was fehlt hier? Stahl. Ja, das ist jetzt auch wieder ausgefallen. Er hier ist im Nirvana. Schön für ihn. So, wir werden das hier rüber verlegen. Das Problem ist, wir werden ein bisschen was umdesignen müssen, weil die halt, die sind größer, die Depots, als die Warehouses. Ich dachte, die seien gleich groß. Anscheinend ist es nicht so. Haben wir Eisen irgendwo? Boah, wir haben, ja, es ist echt, es bricht alles zusammen. Es bricht alles zusammen. Wir haben nicht mal mehr Loader. Na gut, wir brauchen sowieso nur einen, deswegen ist es jetzt nicht so dramatisch. Oh. Dann werden wir das hier hintun machen, sagen hier, wenn Cargo Robots kleiner sind als, machen wir denn 5000? Weil Robots, brauchen wir so viele? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich kann das ja immer wieder ändern. Ja, dann, wie gesagt, ich würde sagen, das war's mit dieser Episode. Ich werde offscreen alles hier ändern. Ich werde die ganzen Sachen hier umlagern und ich hoffe, dass es so funktioniert, wie ich mir das denke. Wir brauchen natürlich die Robots dann im Roboport. Aber das sehen wir uns dann in der nächsten Episode an. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.